Schön am Meer, mein Lieber. Und beruhigt so, dieser Anblick. Aber du hast jetzt andere Sorgen, nicht wahr? Du interessierst dich nur noch für den Himmel. Immer das Gleiche. So wie das Kopfgeld steigt, tauchen die Schakale auf. Du darfst sie nicht beleidigen, Joe. Wir müssen ihm dankbar sein, weil uns hilft, das Land von Galgenvögeln zu säubern. Hyänen, Schakale und Geier machen dasselbe. Aber ekelhaft sind sie mir doch. Thank you.
Das wäre erledigt. Ich darf wohl zur Kasse bitten. Du wirst allmählich reich, Django. Du bist in einer Glückssträhne. Der macht uns große Schwierigkeiten. Wäre das nicht was für dich? Manuel bringt mir noch nicht genug, weißt du. Ich warte lieber noch etwas ab, bis er teurer wird. Was wollt ihr? Macht, dass ihr wegkommt. Señor Mendoza duldet keine Vagabunden auf seiner Hacienda. Erinnerst dich an mich? Mendoza. Manuel. Ja, Manuel. Und ich bin gekommen, um mir das zu holen, was du mir schuldest. Du wirst mich doch nicht etwa umbringen. Lässt sich das nicht mit Geld abmachen, Manuel? Mehr Geld, als du jemals gesehen hast. Meinst du, das würde genügen für all das? 4 Jahre im Zuchthaus. Nein, tu's nicht! Chisco, vielleicht hört er auf dich. Sag ihm, dass er nichts dabei gewinnt, wenn er mich umlegt. Ich gebe dir, was du willst. Alles, was ich besitze. Was müsste ich dafür verlangen? 4 Jahre meines Lebens. Was könnte das kosten? Ganz gleich, was immer du verlangst. Nenne mir irgendeine Summe. Sag mal, du hast doch eine hübsche Tochter. Wie heißt die eigentlich? Ah ja, Dolores. Nein. Nein. Du bist ja von Sinnen. Dolores? Nein. Du kannst nicht... Meine Tochter, das kannst du doch nicht von mir verlangen. Ich bitte dich. Nein. Warum eigentlich nicht? Ich gefall dir wohl nicht als Schwiegersohn. Ich kann dich beruhigen. Ich habe ja gar nicht die Absicht, sie zu heiraten. So ein Unmensch wirst du nicht sein. Nimm dir die Hacienda. Nimm dir all meinen Besitz, aber lass Dolores in Ruhe. Das könnte ich niemals verwenden. Sie ist ja noch ein Kind. Wo ist sie? Du wirst mich zu ihr führen. Und zwar sofort.
Ich raus bitte mit dich, Marvel! Wo hast Lass du sie versteckt? Frieden. Hol sie her! Oh. Aber... Nein, bitte nicht, Manuel! Oh Gott, womit habe ich das verdient? Ich bitte dich! Nein, nein, Manuel! Nein, nein! Sag, dass du es nicht ernst meinst, Manuel! Lass ihn in Ruhe, Cisco. Er soll weiterleben. Damit er diesen Tag niemals vergisst. Augenblick, gleich. Sind Sie Fidelio, der Fotograf? Ja, Senor. Darf ich bitten, das werden wir gleich haben. Ein schönes, elegantes Porträt, das bei den kleinen Mädchen Eindruck macht. Diese Jagdflinte macht aus einem Stockträger gleich einen Großwildjäger. Oh ja, wundervoll. Oh nein, Augenblick mal, den Sombrero wollen wir lieber abnehmen. Das macht persönlicher. Wunderbar. Viel individueller. Nicht bewegen. Aber ich will mich ja gar nicht fotografieren lassen. Wie bitte? Was wünschen Sie dann von mir? Ich möchte von Ihnen wissen, wo Django ist, der Kopfgeldjäger. So? Und warum ausgerechnet von mir? Man hat mir gesagt, Sie seien mit ihm befreundet. Befreundet, so. Kommt drauf an. Wissen Sie, Senor, man ist mit allen möglichen Leuten befreundet. Sagen Sie erst, um was es sich handelt. Um den Kerl da. Er hat meine Tochter geraubt. Sie müssen mir unbedingt helfen. Aha. Ich würde die Prämie, die auf seinen Kopf ausgesetzt ist, um $500 erhöhen, wenn Django Dolores zu mir zurückbringt. Ihre Tochter ist Ihnen nicht viel wert, merke ich. Nun ja. Sie sind Django, nicht? Allerdings. Meinetwegen. Ich zahle $1,000 mehr, sind Sie einverstanden? Bitte, sogar 1,500. Wollen Sie mir nicht wenigstens antworten? Prämie 3.000 und meine 1.500. Überlegen Sie, das macht zusammen $4,500. Sie sind ein kleiner, dreckiger Halsabschneider für mich und ein miserabler Vater. Und wollen Sie Ihren größten Fehler wissen? Sie sind ein schäbiger Geizhals. Mein letztes Wort, $2,000. Keinen Dollar mehr, wenn Sie erlauben. Weißt du, ich empfange eigentlich nicht gern Besuch, wenn ich in Unterhosen bin. Ich find's unseriös. So ein schäbiger Knauser, da kann ich nur staunen. Ich wette, für die $2,000 verlangt er von dir auch noch die Mitgift für die jungfräuliche Tochter. Ach, Fidelio, du gehst mir manchmal ziemlich auf die Nerven. Ich hab hier was, was dir nicht auf die Nerven geht. Ein hübsches Bildchen. Appetitanregend, was? Der Lieblingshappen von Scarface. Scarface hält sich nämlich seit gestern Abend im Etablissement von Mijanou auf. Soviel ich weiß, ist sein Zimmer genau über dem Saloon. Und falls er sich nicht völlig verändert hat, möchte ich schwören, dass er die heutige Nacht mit der Kleinen hier verbringt. Nein, das gehört sich nicht. Oh, du bist aber frech. Du, das habe ich dir vorhin schon verboten. Oh, was du dir alles herausnimmst, das ist ja unverschämt, weißt du? Ja. Aber du hast doch nichts dagegen, mein kleines Zauberschmeißchen. Ja, ich möchte dich auffressen. Das verbinde ich dir. Oh,
mal, das ist bestimmt Django. Sammy! Lass das passieren. Komm mit. Adieu, schöne Prämie. Das war zwar mal Scarface, aber wer wird mir das glauben? Was war denn los? Warum hat's denn so furchtbar geknallt? Wer redet nicht mit jedem? Siehst, ich habe mich an die Spielregeln gehalten. Hier bei dir ist nichts passiert. Sehr schön, dann halte dich aber auch vollständig daran. In meinem Saloon müssen alle Waffen an der Garderobe abgegeben werden. Überhaupt wäre es mir lieber, wenn du woanders auf Jagd gehen würdest. Ich habe dir oft genug gesagt, dass ich für Revolverhelden nichts übrig habe. Ist das so schwer zu verstehen? Da sieht man es wieder mal. Alles ist ein Spiel mit dem Tod. Willst du vielleicht auch mit uns pokern? Bring was zu trinken rüber. Ich gratuliere, du hast Scarface umgelegt. Wie in der Bibel, aus Pulver bist du gemacht und Pulver sollst du wieder werden. Damit du die Prämie für Scarface bekommst, wirst du wohl einen Zeugen brauchen. Denn vorweisen wirst du ihn wohl nicht können, es sei denn, es würde ein Wunder geschehen. Fang an. Ich warte. Du fängst an, ein interessanter Fall zu werden. Gestern wurdest du mit 3.000 bewertet. Interessant? Für wen? Ja. Zum Beispiel für jemanden, der sich für 3.000 Dollar eine hübsche Ranch kaufen möchte. Gib schon. Ich bekomme 2. Für mich bist du wie eine Ranch, die in der Gegend spazieren geht. Braucht bloß einer zu kommen, der sie sich nimmt. Tja, mir würde es peinlich sein, wenn auf meinen Kopf nur 3.000 Dollar ausgesetzt wären. Ist das zu wenig? Na, ich bitte dich, da befindest du dich doch in ganz schlechter Gesellschaft, mein Lieber. Unter Dilettanten. Etwas mehr Respekt kann man vor denen haben, die um 5.000 liegen. Aber viel Schwierigkeiten machen die auch nicht. Ich meine, mir nicht.
Etwas anders sieht es schon aus, wenn du zu denen gehörst, die um 6.000, 7.000 oder 8.000 herumliegen. Na los, red weiter. Da setzt man zu 90% sein Leben aufs Spiel. Wäre ganz interessant zu erfahren, bei welcher Summe es für dich beginnt. 10.000 sind mein Minimum. Ah, verstehe. Das hier und dann würde ich gern sehen. Ein Full, 9. Zu wenig. Auch ein Full, aber Könige. Nein, tut mir leid. 4 Asse. Ich bedanke mich für das freundliche Mitmachen. Und jetzt möchte ich nicht länger stören. Viel Glück noch. Einer, auf dessen Kopf 3.000 ausgesetzt sind, mit dem kann man sogar falsch spielen. Du hast was vergessen. Du hast ganz recht. Dieses Schwein hat uns betrogen. Schöner Haufen Geld. Den haben wir uns verdient. Ja. Ungewaschener Mistkerl. Keine Aufregung, Mijanou. Du weißt, dass ich etwas auf den Tod nicht vertragen kann. Hysterische Ziegen. Habe ich deinem Geschäft geschadet. Aber eine attraktive Frau wie du wird immer Mittel und Wege finden, um zu Geld zu kommen. Im Zwischenfall heute wird nicht mehr ein Hund hier hereinkommen. Was willst du hier noch? Dir habe ich das zu verdanken. Für uns ihn zu verfolgen. Er ist sowieso erledigt. Von morgen früh werden uns die Geier verraten, wo sein Kadaver liegt.
Vorwärts, Archibaldo. Das Wasser ist hier viel zu dreckig. Nachher bekommst du alles. Los, Fidelio. Hä? Archibaldo kann sprechen. Ein Wunder. Beeil dich, Fidelio. Los, weiter. Um Gottes Willen. Wer hat dich so zugerichtet? Scarface? Und dabei hatte ich schon vorsorglich den Sarg für ihn bestellt. Schade. Wir müssen hier weg. Wenn wir uns nicht beeilen, wirst du mich in den Sarg legen müssen, Fidelio. Ha! Archibaldo, wir fahren zurück. Da vorne warten die Schakale auf uns. Ha! 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 Hey, sag mal, Fidelio, hast du irgendjemanden unterwegs getroffen? Nein, nur jenen habe ich gesehen. Und ein paar Schakale. Na schön, fahr weiter. Wehe, wenn du uns belogen hast. Gibst dir ja Mühe, Manuel. Auf Wiedersehen, Mijanou. Alles Gute. Schade. Nimm es nicht so schwer. Auf Wiedersehen. Wir werden dich reisen. Alles Gute, meine Hand. Auf Wiedersehen. Hoffentlich sehen Sie uns bald wieder. Oh. Hey. Ah. Oh! Das wird aber langweilig werden. Ich kann mir denken, dass du wütend bist, Mijanou. Am liebsten würdest du allen die Augen auskratzen. Moment, warte mal. Ich habe jemanden im Wagen, der im Moment nichts dringender braucht als ein gutes Bett. Bringe ihn woanders hin. Ich nehme niemanden mehr in Pension. Du willst nicht einmal wissen, um wen es sich handelt? Um Django. Du musst dich um ihn kümmern. Sein Leben hängt bloß noch am seidenen Faden. Du willst doch bestimmt nicht, dass er stirbt. Soll er doch krepieren, dieser... Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Das Schlimmste ist vorbei. Ich weiß genau, dass du durchkommen wirst. Es ist schwer, den Helden zu spielen. Ist doch immer dasselbe. Jemanden umzubringen macht ihnen nichts aus. Aber wenn sie glauben, sterben zu müssen, dann haben sie Angst wie alle anderen, diese mutigen Revolverhelden.
Hey, du Draufgänger. Was willst du denn von meinem Füßchen, hm? Ach, dein erstauntes Gesicht zeigt mir, dass du nicht viel Erfahrung mit Frauen hast. Wo ist Fidelio? Er will Mendoza hierher holen. Er ist fest davon überzeugt, lässt er dir sagen, dass es sich inzwischen besser mit Mendoza verhandeln lässt. Aber inzwischen haben sich auch meine Ansichten geändert. Mijanou. Nicht so stürmisch, du Revolverheld. Du machst es dir etwas zu leicht. Was glaubst du, warum habe ich mich all die Jahre hier durchgekämpft? Um einem Kerl wie dir um den Hals zu fallen? Ach, wie habe ich es satt, unter diesen Viehtreibern hier zu leben. Vielleicht ganz gut, dass ich den Laden schließen muss. Die erste Postkutsche, die hier durchkommt, nimmt mich mit. Die werde ich nicht verpassen. Und weißt du, wo ich hingehe? Nach San Francisco. Das ist eine Stadt, die mich fasziniert. Wie hübsch ich mich da machen würde am Sonntag. Dort werde ich mir einen dieser verrückten Hüte kaufen, die jetzt Mode sind. Merkst du nicht, dass ich auf deine Umarmung warte? Brauchst du für alles eine Aufforderung? Ich gehe mit dir, Mijanou. Was ist denn? Vorwärts! Oh. So, jetzt sind wir da. Doch erst wollen wir das Geschäftliche regeln. Ich bin mit $50 zufrieden. Ist doch wohl klar, dass das was kostet. Lassen Sie mich mit ihm sprechen. Ich werde das schon in Ordnung bringen. Ja. Senor Mendoza hat eine Bitte. Er hat es sich nämlich noch einmal überlegt. Du wirst dir vorstellen können, wie der Ärmste wegen seiner Tochter Dolores leidet. 2.000 für Manuel. Weitere 3.000 würde ich dem übergeben, der mir Dolores zurückbringt. Eine Menge Geld immerhin. Das sind 5.000 von mir und dann kommen noch dazu die 5.000 von der Prämie. 10.000 ist Ihr Preis. Ja, das ist mein Preis. Sogar für einen gemeinen Halsabschneider wie Sie. Mijanou! Verschwinde hier oder ich knalle dich ab wie einen tollen Hund! Deine Gegenwart ist mir unerträglich! Mach, dass du wegkommst!
Ein gemeiner Gauner bist du, sonst nichts. Los, geh doch zu deinem Manuel. Und ich, dumme Gans, habe dir geglaubt. Du bist nichts wert. Zum Abschaum der Menschheit gehörst du. Aber Mijanou, ich kann doch unmöglich ausgerechnet jetzt auf 10.000 Dollar verzichten. Und ich kann unmöglich ausgerechnet jetzt auf dich verzichten. Überleg doch mal. 10.000 Dollar, Mijanou. Wie viel kann eine Bar in San Francisco kosten? Ich will, dass du die hübscheste Bar der ganzen Stadt hast, Mijanou. Mach, was du willst. Geh und lass dich umbringen, wenn dir so viel daran liegt. Und was mich betrifft, in genau einer Woche kommt hier die nächste Postkutsche durch. Ich hoffe, du hast mich verstanden. Komische Atmosphäre hier. Ja, wird sicher bald ein Gewitter geben. Na gut, nachher. Du langweilst dich wohl hier, Süßer. Nein, nein, langweilen ist wohl nicht das richtige Wort. Ich denke nur ein bisschen nach, das ist alles. Hast du dich auch gut umgesehen, mein Lieber? Wenn ich sage, wer du bist, drehen die Leute dir hier den Hals um, zu erfahren, wo sich Manuel versteckt. Wäre schlimm für dich. Also was? Wenn du vernünftig bist und es nur mir sagst, wird dir nichts passieren. Aber ich weiß doch nicht. Ich werde sagen, Manuel ist in Tampa, in dem verlassenen Dorf. Dort ist auch sein Vater und der Rest der Bande. Oh Gott, das hätte ich nicht verraten wollen. Wenn er irgendwie in Erfahrung bringt, dass du das von mir hast, bringt er mich kaltblütig um, das steht fest. Ins Gras beißen muss früher oder später jeder mal. Man kann vom Glück sagen, wenn man Freunde hat, die einem helfen. Wunderschön, nicht? Er kostet zwar 100 Dollar, aber das ist er auch wert. Sie machen ein gutes Geschäft. Ja. Aber der Preis spielt keine Rolle. Ich will den besten. Sie haben aber einen verwöhnten Geschmack, Sie junger Draufgänger. Warten Sie einen Augenblick. Es sind nämlich heute Morgen gerade die neuesten Modelle aus Boston eingetroffen. Die werde ich Ihnen zuliebe auspacken. So. Ah. Wenn es so gut schmeckt, wie es riecht. Jetzt bin ich gespannt. Das dauert ja wieder so lange, 7 Dollar. So viel Zeit für eine Suppe. Gleich fertig. Gehst du mit? Ich passe. Ich gehe mit. Zwei Asse. Verflucht doch mal, nur zwei Damen. Maul halten, Schnapsäule! Ha ha ha!
Das war ein Schuss ins Schwarze. Eher ins Blaue. Moment, nicht doch. Wer bist du? Komm mal ein bisschen näher. Deine Pistole hat etwas Linkstrahl, nur ein paar Millimeter, aber das ist ungünstig. Das wird dann alles so zufällig. Sonst nämlich hättest du eben die Alte da kalt gemacht. Schon wieder zufällig daneben. Fang bloß nicht an, dich aufzuspielen. Wer bist du überhaupt? Das fragst du immer, nachdem du geschossen hast? Selbstverständlich. Siehst du die hier? Alles mutige Leute, die ich hinterher gefragt habe. Das will ich dir glauben. Aber nachdem sie dir den Rücken zugedreht hatten, was? Sehr viel Mut. Ich kenne nämlich auch die Geschichte von den vier Sheriffs. Bist du verblüfft, Stardust? Du bist ein verdammter Schnüffler! Oh. Ist nicht gut fürs Herz, sich in deinem Alter aufzuregen. Also, wer bist du? Ich bin ein guter Freund deines Sohnes Manuel. Ein Freund von Manuel? Wenn das wahr ist, verkehrt mein Sohn ja mit sehr komischen Leuten. Dein Name? Django. Genügt euch das? Ich bitte um Verzeihung. Ich habe in der Aufregung völlig vergessen, meinen Freund Fidelio vorzustellen. Tut mir leid, mein Lieber, aber du weißt ja, die Macht der Gewohnheit. Schon gut, dafür habe ich jedes Verständnis. Ich möchte auf keinen Fall hier stören. Wenn Manuel nicht da ist, werde ich mir erlauben, draußen auf ihn zu warten. Komm, Fidelio. Warte mal. Ich kann doch unmöglich einen Freund Manuels draußen warten lassen. Das wäre sehr unhöflich. Ach, nur keine Furcht. Ich werde nicht hinterrücks auf ihn schießen, bestimmt nicht. Du hast mich überzeugt. Rosita, bring unserem Freund was zu trinken. Du setz dich zu mir. Wir alle sind einfache Leute, weißt du. Wir feiern die Feste, wie sie fallen. Und solange wir noch eine Flasche Tequila haben... Rosita! Wo bleibst du? Vor 20 Jahren hat diese dicke Hummel hier den elegantesten Pflanzern und sogar dem Gouverneur den Kopf verdreht. Rosita die Perle wurde dieser Fleischkloß damals genannt. Die hättest du damals mal sehen sollen. Schmal, süß und zart. Und wenn sie tanzte, wurden alle Männer verrückt vor Leidenschaft. Los, vorwärts! Zeig unserem Freund deinen unsterblichen Tanz. Aber streng dich an mit Temperament. Vorwärts! Olle, olle, ja weiter! Bravo, Rosita! Weiter, weiter! Zeig dein Temperament! Rosita, die Perle tanzt! Weiter, so gefällst du mir! Du tanzt ja wie früher, wunderbar! Nur nicht aufhören, immer weiter! Wunderbar! Meine Rosita, meine Perle! Bravo! Wer hätte das vermutet, was? Ja, die hat Temperament im Bauch. Immer weiter, Rosita, weiter! Olé, olé! Ich bin ganz verantwortlich, Rosita. Kreig dich ein bisschen an. Tja, 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 tja. Was gibt's? Ich komme von deinem Vater. Django ist in Tampa aufgetaucht. Er wartet dort auf dich. Er sagt, er wäre dein Freund.
In gewissem Sinne ist er's. Was wirst du machen? Nach Tampa reiten und ihn begrüßen. Aber Manuel, der versteht, mit dem Revolver umzugehen. Erst mal abwarten. Werft die Waffen weg! Das Fest ist zu Ende. Na, wird's bald, Stardust? Entschuldige, $7. Ja, schon gut, Django. Ich weiß, die Macht der Gewohnheit. Welche Ehre, dass du mich besuchst. Werden für mich schon 10.000 geboten? Du irrst dich. Dein Kurs steht bei 5.000, aber ein Privatmann würde das Übrige dazulegen. Für mich allerdings stehst du bei null. Was soll das heißen? Das heißt, dass nur ein Feigling Chisco befehlen konnte, auf mich hinterrücks zu schießen. Dein Kumpan da, der Schwarze, war ja dabei. Ich war gleich dagegen, Manuel, aber Chisco wollte es. Mir hat er gesagt, du wirst uns dafür belohnen. Nein, nicht, Manuel. Ich sage wirklich die Wahrheit. Nein, nicht. Nein, nicht. Nicht. Ah! Ich schieße niemals aus dem Hinterhalt, dass du so eine Gemeinheit glaubst.
Mehr, Manuel! Gib ihm eine Lektion, hat er dringend nötig! Django macht ihn bestimmt fertig. Ich wette $7. Mal nicht den Teufel an die Wand. Los, wehr dich! Stehen bleiben. Die beiden haben nämlich eine Privatangelegenheit auszutragen. Die bringen sich ja um. Sie sollen aufhören. Nun sag mir mal ehrlich, warum du Leute umbringst. Soll ich's dir sagen? Weil du Geld willst, genau wie ich. Wenn man's genau überlegt, betreiben wir beide dasselbe Geschäft. Ich sehe keinen Unterschied zwischen uns. Was würdest du sagen, Django, zu so 5 Zentnern Gold? Da kannst du im Gold schwimmen. Würde ich sagen. Wenn du mitmachst, könntest du viel kassieren. Auf einen Schlag viel mehr, als du mit ein paar hundert Kopfprämien einstecken würdest. Du hörst nicht auf, mich zu überraschen. Warum soll ich nicht? Ich bin der Meinung, man muss so hoch spielen, wie es nur geht. Morgen fahren 10 Zentner Gold nach Puerto Rolli. In der Postkutsche. Ganz hübsch was. Aber 10 Zentner Gold, die fahren nicht allein. Na, was meinst du, Django, aus welchem Grund ich dir die Hälfte des Goldes anbiete? Weil du keine andere Wahl hast und mich brauchst. Manuel. Ja, weil eine Menge Soldaten die Postkutsche eskortieren. Leute, die nur ein paar Dollar im Monat verdienen. Glaubst du, dass die bereit sind, für ein paar Dollar ihr Leben zu opfern? Es wäre also gar keine große Angelegenheit, wenn wir beide zusammenarbeiten. Ohne Blutvergießen. Du machst wohl Witze. Die Soldaten werde ich übernehmen. Wenn einer stirbt, nur ein einziger, wird deine Kopfprämie einen Sprung nach oben machen. Du wirst für mich wieder interessant. Einverstanden. Genauso werden wir das handhaben. Du lenkst die Soldaten ab und ich verspreche dir, keinen umzubringen. Es wird schon klappen. Hinterher wird jeder seiner Wege gehen. Ich werde mich vermutlich für eine Weile nach Mexiko begeben. Die Welt ist groß. Es ist Platz für alle.
So, mein Braver, damit wir nicht zu spät kommen, müssen wir uns jetzt ein bisschen beeilen. Um Gottes Willen, die erste Postkutsche nach San Francisco. Wenn ich immer deine blödsinnigen Wetten mitgemacht hätte, wärst du schon längst ruiniert. Im Gegenteil, da wärst du mir genau $7,777 schuldig. Vorwärts! Du sollst die reichste Frau Mexikos werden, Dolores. Gefällt es dir, dieses hohe Lager aus Gold? Im Ruhelager aus Gold. Hier, nimm die Decke, du frierst. Nachts wird es hier immer eisig kalt. Aber sei nicht traurig. Du musst dir immer sagen, solange man friert, lebt man wenigstens noch.
ist das Gold? Wo ist das? Los, du unzuverlässiges Schwein, sprich schon! Ich weiß nicht, was passiert ist. Der Teufel soll mich holen, wenn ich dir nicht die Wahrheit sage. Ich machte gerade als Wache meine Runde, da bekam ich plötzlich einen fürchterlichen Schlag über meinen Schädel. Ich war gleich weg. Du bist das Erste, was ich wiedersehe. Du Idiot, du Alter! Hier, befreie den Esel. Wir müssen das Gold wieder haben. Und wenn wir dazu die ganze Wüste durchkämmen müssen, komm mit. Was soll aus mir werden, das ist euch gleich. Ich bin doch verloren, wenn ich laufen muss. Wer was findet, feuert rasch hintereinander zwei Schüsse ab und später dann noch einen als Signal. Wenn wir Pech haben, treffen wir uns alle hier wieder, bevor es Nacht wird. Her! Ich wette $7, dass Sie abends mit leeren Händen zurückkommen. Und was mich betrifft, ich mit Blasen an den Füßen. Arme Füße. Ach, wenn ich doch bloß Pantoffeln hätte. Hätte ich verloren. Weniger 7. Na, wird schon noch schief gehen. Sieht mal da. Thank you.
recht akkurate Arbeit. Was machen wir jetzt? Was wird nun? Manuel. Am besten verstecken wir hier das Gold. Und versuchen auf irgendeine Art nach Tampa zu kommen. Aber zu Fuß werden wir das niemals schaffen. Wer lieber hier krepieren will, kann ja zurückbleiben. Ich kenne Django wie meine Westentasche. Dann passiert was, wenn der so vor sich hin brütet. Ich weiß nicht was, aber irgendetwas Fürchterliches. Ich nehme an, er wird Manuel das Lebenslicht ausblasen. Ihn richtig abmurksen. Er scheint sich viel Zeit zu lassen. Naja, die Rache ist eine Speise, die kalt gegessen wird. Na. Ich muss offen sagen, etwas Warmes im Bauch ist mir lieber. Warum sagst du nie etwas? Du musst dir diese traurigen Gedanken endlich aus dem Kopf schlagen. Das Leben liegt vor dir. Wenn du erst wieder bei deinem Vater bist, wirst du rasch alles vergessen. Halt! Zurück! Dolores! Hey, Dolores! Mein Gott, jetzt... Wie schön, dich wiederzusehen. Wirklich sehr erfreulich. Ehrlich und anständig und tapfer bist du. Du bist klug, aber von Frauen verstehst du nichts. Wo hast du das Gold versteckt? Sprich schon! Wieso? Wie soll das heißen, ihr habt es nicht gefunden? Wo ist die andere Hälfte? Raus mit der Sprache! Na, wär's bald! Du meinst offenbar meinen Anteil. Uns gehört jetzt das Gold, damit du es weißt. Jetzt seid ihr in der Klemme. Sucht es euch doch. Kein Gedanke daran. Wir werden von dir erfahren, wo es ist. Und zwar sofort. Thank you.
Verzeih, dass ich dir für einen Augenblick die Sonne genommen habe. Tut mir leid. So ist es besser, nicht wahr? Die Sonne wird dich wunderbar bräunen. Wenn du in die Hölle kommst, und das wirst du ja todsicher, hast du wenigstens eine frische Gesichtsfarbe. Das ist ein Freund von dir. Beeil dich doch ein bisschen. Dein Freund wartet schon sehnsüchtig auf deine Umarmung. Ich werde dich ausgraben. Ich komme. Ich dachte, du wärst tot. Bin ich auch, aber vorher befreie ich dich. Sehen wir nach! Hey! Juan. Hier gewesen, Manuel. Aber er kommt wieder. Er will sich die Kopfprämie holen, hat er gesagt. Ich soll dir ausrichten. Lange wird er dir nicht mehr die Möglichkeit lassen, ihm Ärger zu machen. Er sagt, du stehst bei 10.000 und er gibt keinen Pfifferling mehr für dich. Das geschehen. Sie ist so schnell herausgekommen und ich...
Werde ich hier auf den Grabstein schreiben, wird sie trösten, dass es Zufall war. War ein Versehen, tut mir leid. Was soll ich dir denn noch sagen? Nichts, Manuel. Nichts. Ihr werdet sehen, Django kommt her und wird uns alle unter die Erde bringen. Ich wette $7. Wer hält die Wette? Sei doch endlich still, blöder Tappergreis. Ja, ja, schon gut. Ich wette trotzdem $7, vielleicht die letzten. Na, was ist, riskierst du sie, ja oder nein? Hör endlich auf mit dem dummen Zeug! Was gibt's? Ich habe Django gesehen. Er sitzt auf dem Schaukelstuhl, genau wie damals, da drüben. Ich habe ihn gesehen, er hat mich gegrüßt. Na und? Ich kann dir versprechen, diesmal wirst du deine Wette nicht gewinnen. Wo bist du, Django? Komm raus, sei kein Feigling! Hier bin ich!
Zeug hier. Geh und versteck dich. Du hast nichts damit zu tun. Mach, dass du wegkommst. Hör auf mit dem Geschwätz. Komm raus, wenn du Mut hast. Du feiger Hund. Wo bist du, Django? Ich hab dir gesagt, du sollst verschwinden. Du musst gut zielen, Yankee, wenn du mich loswerden willst. Geh doch endlich weg, Alter! Bleib hier, Manuel. Geh nicht! Nein! Ich habe es schon deinem Vater gesagt, Manuel. Diese Pistole da hat etwas Linksdrall. Thank you.
Oh, Manuel. 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 Du musst nicht weinen, Dolores. Ich habe nicht gedacht, dass wir uns so rasch... The bells are ringing. What do they say? Many are men who somehow forget the mighty hand of Almighty God. There is no right day to kill your brother. Hey, Django. Ich habe nämlich $7 gewettet, dass du es schaffst. Freut mich, dass du gewonnen hast. Gratuliere. The bells are ringing. Many are men who somehow forget the mighty hand of Almighty.